Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Solinger Agrarvideos. Also jetzt auch mit neuen Namen. Der Name ganz einfach geändert. Bevor das wieder auch welche fragen, hatte ich ja schon in dem anderen Video erklärt, wegen dem IAC jetzt ganz einfach. Ich wollte aber auch davor den Namen schon ändern. Das hat jetzt nichts nur mit dem IAC zu tun, sondern wollte ich einfach generell machen. Und ja, ist es so, ich habe ja auch die neuen Aufkleber und hast du nicht gesehen. Wer da neue Aufkleber haben möchte, der kann sich gerne bei mir auch melden, über Instagram oder per E-Mail. Dann lasse ich Ihnen da gerne was zukommen. Derjenige soll mir einfach einen frankierten Rückumschlag zusenden. Dann kann ich da die Aufkleber reinpacken und kann die ihm wieder zurückschicken. Und ja, dann so kommt ihr an die Aufkleber. Ich wollte einfach heute noch mal ein bisschen erzählen, was ich so die letzten Tage am IAC gemacht habe. Denn ich habe da ja vieles geändert. Auf Instagram lade ich das ja immer hoch, da seht ihr das ja. Und aber auf YouTube habe ich jetzt schon lange nichts mehr hochgeladen. Es haben mir auch viele gefragt, was ist mit dem IAC, was mit dem Deutz. Zum Deutz werde ich dann später irgendwann nochmal ein Video machen, denn der steht im Moment unten im Schuppen. Der IAC steht jetzt hier in der Durchfahrt, weil ich das hier drinnen machen wollte, weil es hier ein bisschen wärmer ist. Und kommt dann nochmal wieder zu. Heute erstmal über den IAC, was da so Neues gibt. Ja, erste ist, ich habe den Kühlergrill geändert und die Scheinwerfer auf den Kunststoffkühlergrill mit den runden Scheinwerfern. Vorher war ja der eckige hier drin, der Alugrill. Und ich wollte aber gerne die Optik wieder haben, denn unser war auch so damals. Klar passt es nicht zu dem Baujahr, weil der hat schon die andere Haube und die anderen Seitenbleche und auch schon das einzelne Armaturenbrett und nicht das teilbare. Aber sonst im Prinzip selbe Trecker und hat auch Plug and Play hier reingepasst. Ich habe die Scheinwerferhalter habe ich mir selber gebaut, weil da gibt war gebraucht und neu nichts mehr zu finden. Aber passt auch ganz gut. Ne? Wunderbar mittig drinne die Scheinwerfer. Dann habe ich hier noch den Frontschutzbügel gebaut. Wer das auf Instagram gesehen hat, den finde ich optisch auch ganz schön. Der hat eigentlich keinen Nutzen. Das war eigentlich nur so Optik und weil ich einen Arm mochte. Und ja, habe ich hier seitlich einfach original an die Aufnahmen gemacht. Von dem Frontlader und dann mit der Strebe hier rüber auf den Bügel. Dann hier auf das Front bewegt, so wie das Original auch ist. Ja, habe dann noch einen Ölwechsel beim IAC gemacht und den Ölbadluftfilter sauber gemacht. Der war ja auch ziemlich dreckig, wer das auf Instagram gesehen hat. Habe dann in dem Zuge auch gleich nochmal Ventile nachgestellt. Das war auch mal dringend nötig, weil die haben schon so ein bisschen geklickert. Ja, also der läuft wieder top. Und ja, habe dann noch den Sitz getauscht. Wer das gesehen hat, den Garnitsitz habe ich runtergebaut und da ist jetzt dieser Fritzmeier-Sitz hier drauf. Den mochte ich da ganz gerne drauf haben, weil der Granitsitz war einfach zu hoch und ich konnte da auch nicht vernünftig drauf sitzen. Ich mochte den Sitz nicht so und ja, der passt ganz gut auf den IAC. Das Sitzpolster muss ich nochmal aufarbeiten, aber sonst ist der Sitz echt Top-Zustand. Der federt noch schön. Der Gasdruckdämpfer da drin funktioniert noch. Ich habe jetzt hier unten so verstellbare Schienen reingemacht, dass man den Sitz verstellen kann mit Flacheisen hier rüber und dann den Sitz da drauf geschraubt. Das funktioniert so ganz gut. Ja, und ich habe noch ein zweites Streugerät nachgerüstet, fällt mir gerade ein. Er hat ja original schon eins für den Kipper. Da habe ich ja mein Steuerventil drin gemacht für den hydraulischen Oberlenker und für den Kipper. Und der hat ja original schon mal zwei, weil er ja meinen Frontlader hatte. Und das war günstig abzugeben auf eBay-Kleinanzeigen. Das habe ich mir besorgt, habe das mit neuen Dichtungen gleich da reingebaut, habe mir eine Leitung nach vorne gelegt mit einem Stopfen. Wenn ich mal irgendwas habe, dann kann ich da was dran anschließen. Brauchen tue ich es jetzt nicht, aber war günstig abzugeben und der Platz war ja da auf dem Trecker. Man kann ja hier bis zu drei Steuergeräte anbauen. Und ja, sieht so ganz nett aus, zwei Steuergeräte dran, auch wenn man es nicht braucht, aber ich habe es. Das ging ganz gut. Ja. Und dann kann ich ja mal das Licht zeigen. Weil ich habe gleich auf H4-Birne umgerüstet. Mach mal das Licht aus. So, das ist schon verdammt hell für den Trecker. Machen wir auf Fernlicht. Also das ist schon verdammt hell, muss man sagen. Das hat sich richtig gelohnt, da die Scheinwerfer reinzumachen, gleich mit H4-Birne. Die haben nämlich da so reingepasst. Ja, dann habe ich auch noch eine originale Werkzeugkiste für den IAC zugeschickt bekommen. Die habe ich mir gebraucht gekauft auf eBay-Kleinanzeigen. Die habe ich ein bisschen grundiert und lackiert von außen, da wo man es nicht sieht. Denn die war hinten und unten ein bisschen rostig. Und ich möchte aber die Patina von dem Trecker so erhalten und auch die
Kiste sollte patinamäßig so bleiben, deswegen habe ich das nur unten und hinten gemacht, wo man es nicht sieht. Ja, kann ich jetzt auch mal kurz zeigen. Ja, habe ich hier die Kiste. Ist von hier jetzt neu lackiert. Und von unten. Der Rest ist patinamäßig noch so. Soll auch so bleiben dann. Ist nur, weil es hier schon sehr rostig war, hinten hinter und unten drunter. Deswegen habe ich das da neu lackiert, damit es da nicht durchrostet. Ja, die werde ich dann auch morgen oder so mal anbauen und gucken. Die Originallöcher sind noch im Kotflügel von der Kiste. Ja, dann habe ich die noch in der Werkzeugkiste, wo ich mal ein paar Bolzen und Spinde reinpacken kann. Und die Unterlenkerkugeln. Denn ich habe jetzt auch Fanghaken nachgerüstet. Wer das auf Instagram gesehen hat, kann ich auch mal kurz zeigen. Genau, hier ist der Granitsitz, bevor ich es vergesse. So, dann hatten sie hier dieses Gestell da untergebaut mit diesen fetten Flacheisen und hier alles zusammengebraten und hier nicht vernünftig abgeschnitten, bündig und auch den Sitz drauf geschweißt auf die Halter, warum auch immer, statt das zu schrauben. Und ich konnte auf dem Sitz nicht vernünftig sitzen. Also mir hat er nicht gefallen. Ich bin immer nach vorne gerutscht und habe auch nie richtig dran gesessen hinten. Und der war auch zu hoch. Das fand ich nicht so schön, deswegen jetzt auch der andere Sitz. Ja, bei uns liegt auch Schnee. Deswegen komme ich im Moment auch nicht so vom Hof. Weil bei uns mit den Gefällen, ihr kennt das ja in den Videos, wie viele Schrägen hier überall drin sind. Das ist mit Trecker immer ein bisschen schwierig. Mit Schnee, mit den Reifen. Ja, wollte ich noch die Fanghaken zeigen. Ich weiß nicht, ob man sieht. Sehr dunkel hier. Ja, habe ich jetzt hier die Fanghaken Cut 1. Denn K2 war mir einfach optisch zu groß und ich habe eh keine K2-Anbaugeräte. Ja, sieht man nicht so gut. Habe jetzt die alte Ackerschiene vom Deutz hier zwischen. Die passt da ganz gut rein. Sieht auch gut aus. Habe die dann auch ein Stück neu lackiert, die Unterlenker, da wo ich es angeschweißt habe. Ja, ich habe mir dann von hier noch einen von den neuen Aufklebern hingemacht. Habe ich mir ein Blechschild gemacht, habe das so draufgeklebt und habe das an den Trecker geschraubt, damit ich das nicht direkt auf den Trecker kleben habe. Ja, das ist der Fritzmeier sitzt von hinten. Passt optisch ganz gut, finde ich. Ja. Mehr habe ich eigentlich auch gar nicht gemacht. Oder was heißt mehr nicht gemacht? Ist schon ziemlich viel. Und bevor ich es vergesse, genau, ich habe hier noch eine neue Dichtfahne reingemacht in das Verdeck. Wer das auf Instagram gesehen hat, weil das hat nicht mehr, die alte Fahne hat sich ja schon komplett aufgelöst. Die waren nicht mehr hier richtig vor und das zog da immer durch und das war auf lange Strecken natürlich doof. Die waren nicht so billig, aber die hat top da reingepasst und ist auch wieder dicht und das ist die Hauptsache. Und bevor ich es auch wieder vergesse, ich habe hier neue Gummis in das Verdeck gemacht, weil hier vorne fehlten die Buchsen schon komplett und dann klapperte immer das Dach dagegen und ballerte auch immer hinten gegen den Überrollbügel und das ging mir richtig auf den Keks bei längeren Fahrten und jetzt ist das wieder schön stramm, federt auch wieder mit. So wie das sein soll, da klappert nichts mehr, da quietscht nichts. So soll das sein. Der Gummisatz, falls das wissen möchte, hier diese Profile und das Runde vorne, gibt es auf eBay zu kaufen. Da habe ich die her, die sind auch nicht so ganz billig. Der Satz kostet irgendwie 100 Euro für diese 8 Gummis. Aber lohnt sich auf jeden Fall, muss ich sagen. Also, das ist kein Vergleich mehr zu vorher, weil beim Deutz sind ja die Buchsen zwar sehr alt, aber sind noch da. Und hier vorne fehlen die schon komplett, das heißt Metall auf Metall, das hat geklappert wie Sau und das war echt nicht schön. Ja, der Trecker springt auch richtig gut an. Kann ich dir jetzt nochmal zeigen. Jetzt nachdem ich die Ventile eingestellt habe. So, der ist jetzt wirklich, der ist kalt. Der läuft echt top, muss ich sagen. Springt gut an. Gut, hier drin ist jetzt auch nicht ganz so kalt wie unten im Schuppen. Wenn er unten im Schuppen steht bei Minusgraden, muss ich schon mal ein bisschen vorglühen und mit mehr Mengen starten, weil sonst möchte er nicht so ganz. Aber so hier drinnen, Sommer, springt der top an. Ich halte auch daran, dass der Motor schon gemacht worden ist vom Vorbesitzer. Wir haben ja nicht nur Kolbenringe gemacht, sondern Kolbenringe, Pleuelbuchsen, neue Laufbuchsen sind drinne, Kopf wurde geplant, Kopfdichtung natürlich, Ventile wurden noch eingeschliffen, Kühlkanäle wurden gereinigt, Kühler wurde gereinigt, der hat neues Thermostat gekriegt, neue Kühlerschläuche, also ja, Anspritzpumpe wurde eingestellt und Anspritzzeitpunkt wurde eingestellt, alles mit Rechnungen hinterlegt. Also was das betrifft, der Motor ist
Top. Der Trecker hat ja jetzt 7800 Stunden runter, aber der Motor ist top. Deswegen habe ich den auch gekauft, weil der Motor gemacht worden ist und ich da guten Gewissens dann diesen Trecker kaufen konnte, dass der Motor vernünftig läuft. Ja, Betriebe macht er auch keine Geräusche. Und also was das betrifft, der Trecker funktioniert echt ohne Probleme. Ja, jetzt habt ihr halt nochmal so ein kleines Update zum IAC. Zum Deutz folgt dann auch noch. Ja, mit dem Grill ist halt Geschmackssache. Mir gefällt der aber so sehr gut. Und ja, mit dem Sitz ist auch sehr schön so. Ja, soll jetzt eigentlich auch schon wieder gewesen sein. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video.